Hallo, ihr Quirlinge. Der Pettybruder im Generalsrang steht an Bord der Magiergaleere und jetzt geht es endlich gegen Captain Crow. Die Frage ist, muss ich da direkt hinsegeln oder muss ich erst auf Antigua noch irgendwie die Flotte abholen? Aber ich denke mal, das geht auch so. Crows Geisterflotte, auf geht's. Lagebericht. Mal sehen, wo wir stehen. Alle Kristallportale sind zerstört. Meine Flotte ist jetzt groß genug. Es wird Zeit, dass wir diesem Geisterkapitän auf die Pelle rücken. Jawohl. So, jetzt ist es soweit. Auf in die Schlacht. Und er ist wo genau? Muss ich doch nach Antigua segeln, weil im Moment weiß ich nicht, wo ich hin soll. Antigua? Aha, es gibt eine Animation. Das heißt, oder vielleicht muss man irgendwo hinsegeln und dann kreuzt man Crows Wege. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen? Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Neron, du Idiot! Wir werden geentert! Wir werden... Hey, pass auf! Au! Geentert! Wie soll ich denn hier hinkommen? Also da runter, geht das hier? Ich halte hier die Stellung. Ah. So. Ein bisschen Spaß. Aua, war das Neron? Ey! Eins. Reggie braucht deine Hilfe! Zweitwaffe nutzen? Ja, okay. Vielleicht doch lieber hiermit? Aua! Jawohl! Genau so. Jetzt kommt der Wächter, oder? Das war wie im Intro. Jawohl. Zwei kritische Treffer und weg. Na? Der Boss muss selber ran und verliert gleich mal ein Drittel oder 40% seiner Lebenspunkte. Yeah. Und du? War's das? Nein, das kann's nicht gewesen sein. Ah, viel zu einfach. Oh, doch, das war's. Was für eine Lusche, dieser Crow. Ich dachte, er hat noch ein Ass im Ärmel. Crow ist endlich besiegt. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, aber es hat sich gelohnt. Auf Crows Seekarte ist die exakte Position der Totenkopfinsel eingezeichnet. Dort hat das ganze Übel begonnen. Ich wette, dort werden wir auch Nekrolot finden. Wir sollten uns rüsten und unserem Feind endgültig den Garaus machen. Also, ich wäre bereit. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Jawohl, der Hort des Bösen. Schön. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Wenn du das noch einmal sagst, lasse ich dich Kiel holen. Meine Herren. Der Hort des Bösen, Bones, fand in Crows Kajüte eine Seekarte. Auf dieser ist die Totenkopfinsel eingezeichnet. Irgendwo dort muss Nekrolot seinen Hort des Bösen haben. Ein Hort des Bösen. Na dann? Ich hab ja nichts Besseres mehr zu tun. Wo ist sie denn? Ach, da oben. Oh, die ist aber groß. Die Totenkopfinsel. Bisher haben es nur wenige gewagt, sich dieser dunklen Insel zu nähern. Ja, ich bin einer davon. Ach so, ich hätte Alvarez Bescheid geben sollen. Mist.
Das hätte bestimmt nochmal einen warmen, feuchten Händedruck gegeben. Das kann der böse Pettibuda machen. Totenkopfinsel gefunden. Und hier ist es sehr, sehr still und da liegen ganz viele Schiffe. Ist das meine Flotte? Ja, das ist die Dämonenjägerfregatte. Ja. Du bist mit der ganzen Flotte hierher gesegelt. Wow. Ja. Man muss hier auch Start machen. Was ist denn das? Sieht aus wie Caldera, so ein bisschen. Eine Mischung aus Caldera und, wo ist denn Patty? Kalador. Alle sind weg, außer diesen komischen Kadetten. Und dann? Da unten ist ja ein Protektor. Oh. Alle helfen mit. Eins. Oh, Entschuldigung. Zwei. Drei. Vier. Oh, Entschuldigung, wer warst denn du? Rodas. Ach Mensch, geh doch aus dem Weg. Schergen! Jawohl, Sadek. Oh, ich glaub, mein kleiner Jafar hat noch Ärger. Ey, du spinnst wohl. Du kannst doch nicht Jafar umhauen. Das war gut. Jafar ist bewusstlos, das wird wieder. Das war kein Kinderspiel. Nee, bei uns? Was ist das denn für ein Empfang? Ihr geht alle ohne meine Erlaubnis von Bord und dann sind hier Schergen. Was soll denn das? Bones, sag mal was. Nee, nix. Patty? Hey. Komm mit. Kein Problem. Gut, du bist dabei. Wer seid ihr? Von diesen Türmen kommt nichts Gutes. Hoffentlich räumt da bald jemand mal auf. Kane wird sich darum kümmern. Wirst schon sehen. Und wenn nicht, was dann? Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Tue ich nicht. Aber das komische Gefühl bleibt. Ach du, dein komisches Gefühl. Welche Türme denn die da oben, diese oder was? Vorposten der Schatten sind eine echte Bedrohung. Ah, ja. Etwas Feuer könnte das Geht doch. Was kriege ich jetzt? Einen nächsten Tusch? Bum, 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 bum. Da liegt eine Waffe. Na, komm schon. Teleporter zur Totenbucht. Und Jafar, geht's wieder? Okidoki? Jip, jip. Alles klar, hier oben war ein Rodas genannter Magier, der hat sich auch wieder aufgerappt. Patty, ich stehe da nicht auf der Schattwaffe. Patty, komm mal her. Wie oft haben wir das geübt, ja, dass du dich schön auf den Loot stellst? Schergen, da oben war Rodas. Wer ist denn Rodas? Schattenwaffe, hier ist ein Protektor. Soldat genannt. Aha, eine Schmiede habe ich hier. Ah, komm hier. Kristallader. Nochmal kräftig nachtanken mit 8 magischen Kristallen, wofür auch immer ich sie brauche. Wahrscheinlich nicht, um hier erfolgreich zu sein. Bumm. Warum habe ich denn hier alle Laboratorien? Kann ich etwa nicht an Bord zurück oder was? Beeren. Spruchrolle Feuerregen. Da ist was. Runenstein Höllenhund. Voodoo-Puppe Pestwolke. Auch Voodoo-Kram ist hier. Ja, bist du Kiplat. Ach, du bist doch der Atlatus von Chani. Ein ungewöhnliches Gefühl für Kiplat, mit Gutschuss zusammenzuarbeiten. Wieso? Gutschuss waren lange Zeit nur Objekte für Kiplat. Mhm. Wie meinst du das? Nicht böse nehmen, Gucho. Kiplat hat sich geändert. Viele Guchos mussten sterben für Wissensdurst dieses Chakas. Ich habe Guchos benutzt, um mein Voodoo zu testen. Viele Guchos mussten sterben wegen meinem Unwissen. Und das erzählst du mir jetzt? Die Schlacht bringt mich auf Gedanken. Kiplat, du hast doch bisher gar nicht mit mir geredet. Wieso tust du so, als wären wir alte Bekannte? Und wieso bist du ein Chaka? Ein Chaka ist ein Häuptling. Was ist denn dein Stamm? Du hast Menschenversuche durchgeführt? Chi, so nennen es die Guchos. Kiplat, nicht stolz auf seine Geschichte, aber Vergangenes ist vergangen. Heute ist Kiplat hier und versucht, seine Sünden wieder gut zu machen. Kiplat will tun, was er kann, um Guchos in diesem Kampf zu helfen. Mhm. Was genau hast du den Guchos angetan? Keine schöne Geschichte.
Will Gucho das wirklich hören? Kidlat spricht nicht gerne über seine Vergangenheit. Ja, erzähl mal, am besten beim Essen. Erzähl's mir. Kidlat hat mit der Kraft der Übernahme Guchos unter seinen Willen gebracht. Er hat ihnen die Schädel entfernt, ohne dass sie dabei gestorben sind. Dann hat er sie einfach liegen lassen. Lecker. Was hast du mit den Schädeln gemacht? Die Schädel hat Kidlat benutzt, um Voodoo zu wirken. Mächtiges Voodoo. Kidlat hat sich in Sphären versetzt, von denen ein Gucho nur träumen kann. Er hat das tote Fleisch der Guchos verwendet, um seine Kraft zu steigern. Sogar unter uns Kila ist dies seine verbotene Praxis. Aber mein Durst nach Wissen und Macht konnte dadurch nicht gestillt werden. Ich frage mich gerade, wie man einer lebenden Person den Schädel entfernen möchte, ohne dass sie stirbt. Das würde mich mal echt interessieren, wie das gehen soll. Was hast du dann gemacht? Kidlat hatte vor, sich ein eigenes Gefolge toter Untergebener heranzuzüchten. Er nahm die Gedanken der Guchos, um seine Macht zu vergrößern. Und er nahm das tote Fleisch der Guchos, um sich Untergebene zu schaffen. Dies sind Dinge, die niemand tun sollte. Es hat meinen Geist vergiftet, aber genug davon. Ich möchte diese Tage vergessen. Hier, nimm das. Es erinnert mich an Taten, die ich nicht mehr wissen möchte. Verkaufe es, wenn du möchtest. Ich habe einen polierten Schädel erhalten. Was ist denn ein polierter Schädel? Ich suche den mal gerade. Da ist er, ein ungewöhnlich gut erhaltener Schädel, der von innen mit Rubinen besetzt wurde. Der ist bestimmt einiges wert. Bring mir dein Wissen bei. Lass sehen, was Kidlat dich lehren kann, Gucho. Es gibt allerdings Dinge, die Kidlat dich nicht lehren wird. Es gibt Bereiche, von denen sollte niemand etwas wissen. Dieses Wissen wird Kidlat mit in sein Grab nehmen. Ritualmeister. Zeig mir, wie ich die Wirkung von Tränken verlängern kann. Kein Problem, Gucho. Okay. Kidlat tut, was er kann, um seine Seele zu reinigen. Okay, es ist komisch, dass der jetzt hier ist und mit mir redet, aber ich nehm's mal hin. Eine Werkstatt, zweimal Fusel, ein Bett, alles da, was man braucht. Ach, hier. Einen Teleportstein. Ist ja ziemlich groß. Auf der Totenkopfinsel finde ich einen Teleportstein. Genau an dieser Stelle da, bei Totenbucht. Tadidada. Da unten ist was? Hier ist Fusel, wichtig. Und hier ist eine Blutwurzel. Wer bist du? Jake, hi. Sieht echt schlimm aus hier. Ich hätte mich für diese Kacke nie melden sollen. Stell dich nicht so an. Das sagst du so. Ich war noch nie in einen solchen Krieg verwickelt. Schau dich doch mal um. Hier kann man sich vor lauter Schattenviechern ja kaum aus dem Lager trauen. Als gefragt wurde, wer sich um die Ausrüstung kümmern soll, hätte ich wirklich meine Hand unten lassen sollen. Jetzt sitze ich hier fest in dem Mist. Och. Ausrüstungsleiter ist doch ein guter Posten. Hast du es denn nicht mitgekriegt? Was denn? Wir haben uns völlig verrechnet. Die Dämonenjäger waren dafür zuständig, auszurechnen, wie viel Nahrung und Waffen wir brauchen. Wir haben viel zu wenig, von beidem. Jetzt bin ich der Arsch, der entscheiden muss, wer eine neue Waffe bekommen darf und wer nicht. Hast du schon einen Plan? Nicht weit von hier steht ein Waffenlager dieser dunklen Brut. Wenn wir das einnehmen könnten und den Weg dorthin gesichert hätten. Tja, aber das ist nicht ganz einfach und momentan kann ich hier niemanden entbehren. Naja, also mache ich das wieder, alles klar? Wo befindet sich das Waffenlager? Lauf von hier aus einfach geradeaus nach Osten. Dann wirst du es schon irgendwann sehen. Warum greifst du es nicht selber an? Hey, ich wurde abgestellt, die Vorräte zu überwachen. Ich bin nicht hier, um neue Vorräte zu beschaffen. Ach ja, immer dieses Rollendenken. Es ist die Wurzel allen Übels in größeren Projekten. Ich werde die Schatten im Waffenlager für dich töten. Damit würdest du uns allen einen riesen Gefallen tun. Wenn wir ausreichend Waffen haben, werde ich dir auch eine geben. Dann brauche ich ja nicht mehr knauserig sein. Was soll ich mit deiner Waffe?
Wenn ich dir Waffen beschaffe, willst du mir eine abgeben? Wie großzügig. Hey, du sollst ja nur den Weg freimachen. Die Waffen beschaffe ich dann selber. Es soll nicht zu deinem Schaden sein. Und wenn du etwas Wertvolles dort findest, kannst du es ja behalten. Nochmal, wie großzügig. Du denkst wohl, ich hätte es sonst abgegeben, oder wie? Auf welchem Planeten lebst du? Du hast Angst. Natürlich habe ich das. Hier gibt es nichts. Nichts zu fressen. Keine Menschen außer uns. Hier gibt es nur den Tod. Ich wünschte, ich wäre in einer Kneipe. So eine Kacke. Weichei. Ach, komm schon. Jeder hat Angst hier draußen. Ich verliere ziemlich viele Seelenpunkte in letzter Zeit, aber irgendwie rollenspielerisch sind das einfach die besten Antworten. Naja, er war ja lange genug barmherzig und da kann er ein bisschen Seele abgeben. Schädelblüte. So, also es ist eine Expedition zusammengestellt worden, offensichtlich, und die Dämonenjäger können nicht rechnen. Das wundert mich wenig. Mal sehen, was Edward zu seiner Verteidigung vorzubringen hat. Kiste! Und ich finde, tada! Fisch und Rum. Ach je. Wer bist denn du? Ein Soldat. Eingeteilt zur Wache am Hafen, wenn man das so nennen möchte. Also da links war ich jetzt. Was ist das da oben? Es ist wieder mal unübersichtlich hier. Hier habe ich noch ein Bettchen an einer schönen Stelle. Hier ist ein Fläschchen. Rum. Das noch eins. Rum. Und wer bist du? Du bist Bones. Bones redet dich mit mir. Das habe ich schon probiert. Hier, Moment mal, da hinten ist ja noch ganz viel. Also da oben viel mehr. Wie komme ich denn da hoch? Ist hier ein Treppchen? Tatsächlich. Was habe ich denn hier Schönes? Fusel. Rodas, wer bist denn du? Von dir war noch nie die Rede. So, erstmal deine Alkoholvorräte plündern und dann? Es tut gut, mehr Magieanhänger hier zu sehen. Dieser ungebildete Haufen von Dämonenjägern und Piraten geht mir etwas auf die Nerven. Wir sind im Krieg. Dir sollte die Bildung anderer egal sein. Du hast ja recht, aber es wäre doch schön, hier jemanden zu haben, mit dem man sich richtig unterhalten kann. Die Kieler mit ihrer Voodoo-Magie. Das ist doch sowieso alles nur Firlefanz. Dämonenjäger sind auch nicht besser, aber wenigstens sind das gute Kämpfer. In diesem Krieg werden wir alle Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Ich befürchte, du hast recht, aber ich glaube, dass wir Magier das auch alleine hinbekommen würden. Jawohl. Sicher. Das sehe ich genauso. Brauchst du Hilfe? Von jemandem, der sich mit Magie auskennt, könnte ich durchaus Hilfe gebrauchen. Wir haben ein Problem. Das Essen reicht bei weitem nicht. Wer weiß, wie lange wir noch hier bleiben müssen. Ich arbeite an einer Technik, um Schattenfleisch essbar zu machen. Du willst das Fleisch dieser Monster essen? Verurteile mich nicht. Ich versuche nur zu helfen. Also die meisten dieser Biester haben nicht genug auf den Knochen, um Tests mit ihnen durchzuführen. Aber ich habe eine ganz besondere Gruppe dieser Monster ins Auge gefasst. Ich weiß, dass einer unserer Spähtrupps getötet wurde und ich könnte wetten, dass sie von den Schatten gefressen wurden. Das klingt jetzt etwas wahnsinnig, aber das ist tatsächlich gut für meine Experimente. Du findest es gut, dass unsere Späher tot sind? Natürlich nicht. Mir geht es darum, dass die Schatten Menschenfleisch gefressen haben. Dadurch kann ich nachvollziehen, wie sie unser Fleisch verdauen. Vielleicht kann ich den Prozess umkehren, sodass wir ihr Fleisch verdauen können. Das Fleisch von 8 vollgefressenen Schatten würde mir reichen. Also die Umkehrung von Schattenverdauen Menschenfleisch ist für mich nicht Menschenverdauen Schattenfleisch. Okay. Ich bringe dir das Schattenfleisch. Sehr gut. Im Westen auf der Anhöhe über unserem Lager wurde unser Spähtrupp überfallen. Dort solltest du die Schatten finden, die für meine Experimente geeignet sind. Experimentalnahrung. Kann ich bei dir was lernen? Klar.
Donnerflinte. Was ist denn das? Der Cooldown für Gewehre wird merklich gesenkt. Das soll ja auch für die Schrotwumme gelten. Kann ich das? Ich möchte schneller mit Gewehren schießen können. Kein Problem. Donnerflinte gelernt und Panzerknacker ist Crossknacken, das brauche ich nicht. Was kannst du mir anbieten? Sieh einfach selbst. Noch 8000 Goldstücke. Hier kann ich Schrot nachtanken, alles klar. Brauche ich aber nicht, dankeschön. Rodas, wo kommst du denn eigentlich her? Irgendwie schleichen sich hier Leute ein und nachher heißt es wieder, oh, du hast einen Verräter in der Crew. Toll. Da oben ist ein Kistchen. Du bist ein namenloser Soldat. Wie komme ich denn hier hoch? Bones, mach mal eine Räuberleiter. Oder gibt es hier irgendwie einen offensichtlichen Weg? Ja, von hier rüber. Genau, ach hier. Treppe, natürlich. Ich verstehe. Hier und dann hüpf. Jawohl. Da habe ich eine Blutwurzel. Rex auf Ruinen. Eine 80er-Kiste. Kein Problem. Da finde ich nochmal einen Wolfsrachen. Schön. Kugel, Eisenerz und Golderz. Danke. Oh, das tut weh. Tendenziell, das tut sehr weh. Dankeschön. Oh, 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 oh. Nee, hier. So, da oben ist Kane. Da hinten in der Ecke war ich noch nicht. Da unterhalten sich diese beiden Typen. Was ist denn das hier? Ha, der Vorschlag kann... Hier oben. Ach, da ist was. Wie komme ich denn da hin? Das ist da ein Papageienflug-Versteck. Kann ich hier klettern? Ja, natürlich nicht. Okay. Da muss ich irgendwo rüber flattern. Oder? Wenn du wüsstest, wie oft mir ein Feuerball schon... Vorsicht! Grausamer Ghoul. Okay, das sind schon verbreitet keinen Schrecken mehr. Questviecher. Da oben. Tja, da kann ich erstmal nicht hin. Da verlasse ich mich lieber auf das Wissen unserer Druiden. Okay. Denen werde ich auch nicht zuhören. Die giften sich an. Hier oben ist da was los. Kane. Bald wird das alles ein Ende haben. Dafür werden wir schon sorgen. Die dunkle Brut hätte sich niemals mit uns anlegen dürfen. Genau. Sie werden schon sehr bald feststellen, dass diese Welt uns gehört. Wenn wir dafür ein paar Menschen opfern müssen, dann soll es so sein. Was ist eigentlich mit den Titanen? Die Titanen sind entfesselt. Die waren doch die bisher das viel größere Problem. Um das kümmert sich auch keiner mehr, oder? Sehe ich auch so. Und du? Hast du nicht einen Job zu erledigen? Keine Sorge. Wir wissen, was zu tun ist. Dann ist dir gut. Wie ich sehe, war es eine gute Entscheidung, dich zum Feldherrn der Truppen zu machen. Das werden wir erst sehen, wenn wir die Schlacht gewonnen haben. Alles steht und fällt mit dir. Wenn du deine Aufgabe nicht erledigst, sind wir alle verloren. Mach dir mal keine Sorgen. Erklär mir deinen Schlachtplan. Du musst zum Hort des Bösen vordringen. Nekrolot weiß bestimmt schon, dass wir hier sind. Also beeil dich. Finde deinen Geist und dann schicke diesen Dämon wieder zurück ins Schattenreich. Irgendwo in der Mitte dieser verfluchten Insel, vermute ich, wird er sein. Alle anderen werden versuchen, seine Schergen zu beschäftigen. Wir haben Berichte über Waffenlager der Schatten erhalten. Ich habe schon ein paar Männer darauf angesetzt, aber ich bräuchte jemanden, der mir von den Lagern berichtet. Um genau zu sein, brauche ich jemanden, der sicherstellt, dass diese Lager unter unsere Kontrolle gebracht werden. Wie wäre es mit mir? Du bist unser wichtigster Mann. Wenn dir was passiert, sind wir alle verloren. Ich pack das schon. Ach, was soll's. Ich werde dich eh nicht davon abhalten können. Also, wenn du dich dieser Aufgabe gewachsen siehst, gehört sie dir. Mhm. Ich werde mich um die Waffenlager kümmern. Es gibt zwei Stück im Osten. Am besten sprichst du mal mit Jake, falls du es noch nicht gemacht hast. Bei dem anderen findet sich außerdem eine Brücke, die wir unbedingt halten sollten. Zwei weitere Lager findest du im Norden, eines auf der anderen Seite der Insel und eines vor dem Berg hinter den zwei Türmen. Bringe mir Nachricht aus allen vier Waffenlagern. Aber wehe, du kommst mit schlechten Nachrichten zurück.
Komm nur wieder zu mir, wenn du sichergestellt hast, dass die Waffenlager unter unserer Kontrolle sind. Alles klar. No, das wird aber nicht so gouvernantenhaft. Taschendiebstahl hat aber irgendeine Wumme, glaube ich. Wie sicher ist die Anlegebucht? Sicher? Auf dieser Insel ist nicht sicher. Wenn wir überleben wollen, müssen wir jeden töten, der sich uns in den Weg stellt. So einfach ist das. Angriff ist die beste Verteidigung. Wahr gesprochen. Wir fürchten nicht den Tod. Er muss uns fürchten. Wer Sicherheit will, muss erst einmal vor seiner eigenen Haustür kehren. In der Nähe ragen zwei große Türme in die Höhe. Das Pack treibt sich dort herum und blockiert die Wege. Wird Zeit, ihnen in den Arsch zu treten. Schatten verkloppen? Da bin ich dabei. Patty. Warum genau wirst du dich kümmern? Ich presche zu den zwei Türmen vor und nehme die Biester auseinander. Wenn du willst, dann begleite mich. Später? Ich möchte ein paar Dinge wissen. Aber mach schnell. Ich habe zu tun. Wie läuft die Zusammenarbeit mit den anderen? Du sprichst von den Kieler und den Magiern. Jeder steuert etwas zu diesem Krieg bei. Mir steht es nicht zu, über die Vorgehensweisen der anderen zu urteilen. Aber wenn es ums Kriegführen geht, macht uns Dämonenjägern so schnell niemand etwas vor. Wie denkst du über Nekrolot? Er ist der Grund, warum wir hier sind. Er ist der Titan des Todes. Der Sinn seiner Existenz ist es, sämtliches Leben auf dieser Welt ihm zu unterwerfen. Wenn wir ihn nicht aufhalten können, ist alles verloren. Darum wurde vor langer Zeit der Orden der Dämonenjäger überhaupt gegründet. Dies ist unser einziger Zweck. Nekrolot ist ein Titan? Das heißt, man kann ihn doch gar nicht killen. In Rissenteil 1 hieß es doch, man kann Titanen nicht töten, man kann sie nur einsperren. Wie siehst du den Krieg gegen die Schatten? Nekrolot hat die armen Teufel hier zu willenlosen Tötungsmaschinen gemacht. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Unsere Aufgabe ist es, ihr Leid zu beenden. Und solange ich lebe, werde ich dafür Sorge tragen, dass wir genau das tun. Kannst du mir etwas beibringen? Natürlich. Stichwaffenschwerter gegen Angriff, das ist alles vollkommen uninteressant. Ende. So. Da hinten steht, was ist ein Goldesäckchen? Wer bist du? Edward? Nee, eine Wache. Was bewachst du denn hier, diese Lumpensammlung? Irgendwo war doch hier ein Schlangenwurz. Genau da. Wie komme ich da hoch? Zu dem Goldesäckchen? Ach, da sind ja schon diese Viecher. Mit dir an der Spitze und unserer Flotte im Rücken kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und wenn doch? Dann solltest du besser eine gute Ausrede haben. Pass auf! Ja, zeig's ihnen! Hellen Hundi, weg mit dir. Wo bist du denn? Da bist du. Was ist denn los? Hier gibt's irgendwo Ärger. Ich weiß gar nicht wo. Und wo ist hier dieses... Es ist da... Oh, wie kommst du da hin? Hier klettern? Nee, aussichtslos. Jetzt bin ich ja schon voll im Schlachtbereich. Ja, das sollte ich mir aber mal aufheben. Irgendwo ist hier ein hässlicher Schatten dort am Rumwirken. Wo ist er denn? Muss ich jemandem beistehen, weil ich den Schatten dort jetzt gepult habe, oder wie? Nö, hier ist alles ruhig soweit. Jo, alles gut. Unerwartete neue Ereignisse. Die Totenkopfinsel sieht übrigens so aus. In der Mitte der Insel wartet Nekrolot. Aha. Dann werde ich wohl erstmal in den nächsten Episoden hier mich umtun und dann über die Brücke und dann hier diesen ganzen Zipfel. Dann habe ich unten die untere Hälfte irgendwie so oder das untere Drittel. Dann würde ich mal hier so lang gehen, da auf dieses Inselchen und dann hier so lang gehen. Also die Mitte erstmal meiden, wenn er wirklich in der Mitte ist. Dann hier oben und dann irgendwann so in die Mitte. Vielleicht geht es auch irgendwo runter hier, wer weiß. Na gut, dann gibt es also viel zu tun und mit diesen Dingen geht's weiter im nächsten Teil. Bis dahin. Und hier ist als kleiner Rausschmeißer noch der böse Zwilling. Der ist im Vergleich oder im Gegensatz zum guten Pettibuder nicht versäumt, mit Admiral Alvarez nach dem Sieg über Crow zu sprechen.
Crow ist besiegt. Seine Geisterschiffsflotte hat sich ergeben. Beim Klabautermann! Du hast es geschafft, mein Junge! Dann herrscht endlich wieder frische Luft auf See. Ha, du bist ein Teufelskerl! Hier, nimm dies! Ich gebe eine Runde Rum für alle aus. 1000 Gold erhalten. Mhm. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Totenkopfinsel. Keine guten Nachrichten erreichten mich jemals von dort. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet. Schon, aber die ein oder andere Goldmünze würde mir schon helfen. Gut, hier, nimm. Es möge dir helfen, auf deinem Weg die Welt zu retten. Du wirst diesen Krieg beenden. Wenn nicht du, wer dann? Ich bin sehr stolz auf dich. Vergiss das nicht, mein Junge. Na, das ist doch mal Admiral Alvarez. So, jetzt ist aber wirklich Schluss und mit dem guten Zwilling geht's dann wieder auf der Totenkopfinsel im nächsten Teil. Bis dahin.